Der traditionsreiche Traunsteiner Georgi-Ritt ist einer der schönsten, größten und farbenprächtigsten Umritte im Freistaat Bayern. Bevor wir zum Ritt selber kommen, ein Blick auf seine Entstehung und die Vereinsgeschichte. Der Ritt hat seinen Ursprung in altheidnischer Zeit, wo im germanischen Volksglauben zu Ostern Flurumritte als Kultmittel gegen feindliche Dämonen eine große Rolle spielten. Dieser uralte Brauch war im Laufe der Jahrhunderte den religiösen Bedürfnissen unterworfen. Zuerst als Osterritt einer heidnischen Gottheit, dann nach dem Einzug des Christentums hatte St. Veit oder St. Leonhard gegolten, um schließlich dem heiligen Georg zu Ehren zu höchster Blüte zu gelangen. Zu allen Zeiten war der heilige Georg Patron der Bauern und ihrer Tiere, vor allem aber der Pferde. Der erste bekannte Nachweis des Umritts nach Eppendorf stammt aus dem Jahre 1762. In der Segnung für Ross und Reiter erfährt der Ritt auch heute noch seinen Höhepunkt. Die nächsten 100 Jahre brachten eine wechselvolle Geschichte mit Zeiten des Glanzes und des Niedergangs. Um diesen von alters her nach Eppendorf gebräuchlichen Wallfahrtsritt, Georgi-Ritt genannt, zu erhalten und zu pflegen, gründete der damalige Stadtmesner Oswald Fürst 1891 den St. Georgsverein Traunstein. Wieder vergingen 100 Jahre mit zwei Weltkriegen. In dieser Zeit fanden keine Georgi-Ritte statt. In den Jahren von 1933 bis 1939 war er von der Wehrmacht geprägt. Erst ab 1946 wurden wieder Ritte nach alter Tradition abgehalten. Ausgefallen sind die Ritte nur in den Jahren 1952, 1955, 1966 sowie 2001. Um eine größtmögliche Beteiligung an der Wallfahrt zu sichern, findet nach wie vor der alte Brauch des Rittbitten statt. Bürgermeister, Gemeinderäte, Vorstandschaft und Gäste fahren zu den umliegenden Gemeinden und bitten, wieder am Osterritt teilzunehmen. 10 umliegende Gemeinden werden besucht. In der Regel wird die Veranstaltung von einem kleinen folkloristischen Programm eingerahmt. Meine Bitte zur Teilnahme am Georgi-Ritt, einem der schönsten Touristen im südbayerischen Raum, möchte ich abschließend unterstreichen mit einem alten Spruch, einem alten Gedicht. Nach Eppendorf, treu alter Sitte, jeden Jahr, wir halten frohe Fahrten. St. Georg halten wir in Mitte, nach Biedra, Beda, Rittar. Danke für die Aufmerksamkeit. Damit das der Ritt wieder ein Erfolg wird, sind wir Stadtransteiner von jeher auf das Umland angewiesen. Und deshalb begeben sich traditionsgemäß die Männer und Frauen des Georgi-Vereins zur Vorbereitung in die Nachbargemeinde, um für den Ritt zu werben und die Pferdebesitzer um ihre Teilnahme zu bitten. Die Stadt ist ja neben dem Georgi-Verein und der Geistlichkeit Mitveranstalter dieser Pferdewallfahrt. Und ich kann mich als Vertreter der Stadt heute nur noch dem Sigi Strohhammer, dem Vorstand des Vereins, anschließen und die Rosserer von Kammer und Rennbach und Umgebung recht herzlich bitten, wieder am diesjährigen Georgi-Ritt teilzunehmen.
14 Tage vor dem Ritt findet in Eppendorf eine Bittmesse statt. Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns so eins werden im Heiligen Geist. Wir bitten dich für unsere Georgien, die am Ostermontag, dass du ihn segnen wollest, dass du uns rechtes Wetter gewähren wolltest, dass der Zug ohne christliche Kulturglück sich vollziehen kann. Christus, höre uns. Weiter entfernt liegende Gemeinden bringen ihre Rösser bereits am Sonntag nach Traunstein. Sie werden dann am nächsten Tag festlich geschmückt. Ist der Weg nicht weit, geschieht dies schon auf dem eigenen Hof. Wie heißt du denn? Frinzi, gell? Der Finzi ist das, ja. Gut. Ja. Am Ostermontag herrscht bereits in aller Frühe reges Treiben um und in der Chiemgau-Halle. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Pferde werden prächtig herausgeputzt, wobei zum Schmücken immer die Farben der jeweiligen Kirchengemeinde verwendet werden. Heute wird den Pferden nur noch vereinzelt mühsam Stroh in die Mähne geflochten. Fast immer werden vorgefertigte Perücken aufgesetzt. Alle Kostüme gehören dem Georgi-Verein. Sie werden vor jedem Ritt ausgebessert und soweit nötig dem jeweiligen Träger angepasst. Passt, oder? Das haben sie ja eh schon weitergemacht. Wie schaut es aus, oder? Gut. Nun schaut es gut. Den müssen wir noch mehr aufmachen. Scheiße. Vorne ist er vierspannig. Gegen Eppendorfer Berg, damit sie gut rauskommen. Also mit 4 PS. Ah ja, das ist ja. Die Aufstellung zum Ritt erfolgt in der Hof- und Höllgasse. Die Ehrengäste sind bereits eingetroffen. Der Vorstand des Vereins Sigi Strohhammer und Traunsteins Oberbürgermeister Fritz Stahl werden für eine Reportage des Bayerischen Rundfunks kurz interviewt. Der Ritt beginnt pünktlich nach dem letzten Glockenschlag um 10 Uhr. 3 Fanfarenbläser blasen zum Auftakt. Wie gut, ey!
packen wir es. Trommler und Pfeifer folgen in mittelalterlichen Kostümen. Der Zug führt über den Stadtplatz zur Maxstraße, durch die Herzog-Friedrich- und Ludwigstraße zum Klosterberg und weiter über die Kammerer Brücke nach Ettendorf. Viele tausend Zuschauer säumen die Straßenränder, um den prächtigen Historienritt zu beobachten. Zu den wenigen Nichtreitern am Anfang des Zuges gehören auch die Schwerttänzer, die vor und nach dem Ritt auf dem Stadtplatz einen historischen Frühlingstanz aufführen. 1526 stiftete die Kirche von Ettendorf mehr als ein Drittel der Kosten zur Errichtung des Lindelbrunnens am Stadtplatz. Zur Erinnerung daran reitet eine historische Gruppe mit dem Lindel als Hauptfigur auch heute noch nach Ettendorf. Ja, wir haben früher auch Pferde zu Hause, ja? Ja. Thank you.
Gutes. Nicht immer waren die Geistlichen dem Georgi-Ritt gewogen. Er wurde sogar anfangs als unwürdiger Maskeradenzug verboten. Doch seit der Gründung des St. Georgi-Vereins 1891 gehörte er wieder fest zum Traunsteiner Brauchtum. Das Ettendorfer Kirchel stammt aus gotischer Zeit und ist dem heiligen Vitus geweiht. An seinem Festtag im Juni wurden früher im Chiemgau große Pferdemärkte und Flurumritte abgehalten. Nun zieht das Fußvolk und die Reiter den Berg hinauf, um vom Ettendorfer Pfarrer den Segen zu erhalten. Die Schwertertänzer und ihr Hauptmann, der Frühling im roten Gewand, gehören zu den Ersten, die gesegnet werden. Ihre symbolische Aufgabe ist es, die Wintergeister zu vertreiben. Der Lindl und seine Landsknechte sind schon um die Kirche geritten und haben die Weihe empfangen. Nun sind die Landgemeinden an der Reihe. In heidnischer Zeit galt der magische Umzug um den Kulthügel als Wiederkehr des Frühlings und der soll ja alle Jahre wiederkommen, genau wie Reiter und Pferde. Der hat Angst vor Fahrer. Das Modell des Ettendorfer Kirchels wird von vier jungen Traunsteinerinnen getragen. Auch die Pfarrer nehmen, wie alle anderen, den Segen entgegen. Jetzt wir.
Hans geht's, ja. Auf allen Bildern ist St. Georg an seinem Schimmel zu erkennen. Er ist der siegreiche Bezwinger der Dunkelheit, bringt das Licht und den Frühling. Als römischer Ritter gekleidet, trägt er das Georgsbanner mit dem Wappen der Stadt Traunstein. Für die umliegenden Dorfgemeinden war es schon immer Ehrensache, sich am Traunsteiner Georgiritt zu beteiligen. Die Bauern waren früher besonders von der Arbeit der Rösser abhängig und ihr Schutz und Gedeihen waren lebensnotwendig. Nun geht's wieder zurück nach Traunstein. Ist natürlich auch eine Gelegenheit für die Trachtenvereine, die schönen alten Trachten zu zeigen. Auch der kaiserliche Ritter Hans von Schaumburg, umgeben von Landsknechten, kehrt nach dem Segen zurück zum Traunsteiner Stadtplatz. Unter dem österlichen Geläut der Glocken ziehen die historischen Gruppen, die Landgemeinden und die Ehrengäste wieder auf dem Stadtplatz ein. Dort erhalten sie nach alter Tradition vom Stadtpfarrer von St. Oswald den Schlusssegen. Hier geht der anstrengende Ritt auch zu Ende. Großartig war's. Ja, und zwei Tage stimmt, alles war in Ordnung. Prima. Ja, schöner kannst du nicht sehen. Als Abschluss und Höhepunkt des Georgiritts wird um 14 Uhr der historische Schwertertanz noch einmal aufgeführt. In ihm vertreibt der Frühling die Wintergeister, hier in Gestalt der beiden Kasperl. Der Schwertertanz in Traunstein geht bis auf die Germanen zurück und ist seit dem Mittelalter urkundlich nachgewiesen. Allen voran schreitet der Landknechtführer. Sobald die Fahnenschwinger das Podest verlassen haben, kann's losgehen. In Gottes Namen, wir treten herein.
und schließen uns festlich in mannhaften Reihen. Zu schwingender Schwerter blitzende Wehren, den Jungen zur Freude, das Alter zu ehren. Und jagen den Winter, den finsteren Gesellen, und grüßen den Frühling, den Lichten, den Hellen. Und schwingen die Klingen, dem Bösen zum Kriege, dem Guten und Reinen zu glückhaftem Siege. So taten's die Alten, so wollen's wir halten, den Vätern zur Ehre. Doch ehe wir beginnen, lieb werte Gäste, und krönende Zierde unserem Feste, ein schallend Grüß Gott aus unserem Bunde und unseren Dank weit in die Runde, dass ihr mit Freude und Lust seid gekommen, unserer guten Sache zu nutzen und frommen. So treten wir ein auf unseren Plan, einen ehrlichen Schwerttanz zu heben an. War der heilige Georg auch der Patron der Ritter und Schwertkämpfer. Deswegen tragen die Tänzer wohl Kostüme aus dieser Zeit. Den Winter verkörpernden Kobolde werden nun symbolisch von den Tänzern und von dem Frühling in Rot zur Strecke gebracht. Mit einem Schlitz durch die Kehle wird so dem Winter der Garaus gemacht. Thank you.
Wenn nun der Frühling von den Tänzern auf ihren zusammengesteckten Schwertern emporgehoben wird, dann hat der Georgi-Ritt einen krönenden Abschluss gefunden. Was noch bleibt, ist, mit einem Gottesdienst für den reibungslosen Ablauf zu danken, den Stadtpfarrer Sebastian Heindl 8 Tage nach dem Georgi-Ritt mit den Verantwortlichen und Beteiligten im Kirchel in Ettendorf feiert. Liebe versammelte Gemeinde, liebe Mitglieder und Verantwortliche des Georgi-Vereins, liebe Schwestern und Brüder, dieser Sonntag nach dem Georgi-Ritt, nach dem Osterritt, nach den Osterfeiertagen kann Anlass sein, zurückzuschauen. Einmal, sage ich als Pfarrer, zurückzuschauen auf die Gottesdienste, die wir an Ostern miteinander feiern. Zurückzuschauen, wie Sie Ostern gefeiert haben, zu Hause in der Familie. Und natürlich für uns alle, die wir hier sind, zurückzuschauen auf den Osterritt am Ostermontag. Was du durch die Jünger